Wie kannst du das finanzieren? Ich spiele sehr viel Online-Casino. Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, willkommen am Reaction Friday. Friday, man kennt's. Ich passe mich direkt mal an, anders machen, Englisch. Genau das feiere ich. Ja. Liebe Leute, denn heute gibt's wieder eine Reaktion auf das neueste Video von Mahan. Den Cringe werdet ihr dort gleich zu spüren bekommen. Vorher aber noch, liebe Leute, nicht vergessen, in einem Monat ist es soweit. Meine neue Kollektion von M&M, Liberty and Justice, ist bald am Start. Schaut auf alle Fälle rein und seid am Start, wenn es dann endlich losgeht. Übrigens, nebenbei erwähnt, schaut auf Instagram vorbei. Tut nicht weh, hier nochmal verlinkt. Einige gute Outfits, wie ich finde, könnt ihr aber selbst davon überzeugen und sehen, wie ich die Einkäufe, die mittlerweile in den letzten 3 Monaten schon 5-stellig geworden sind, wie ich die kombiniere. Jetzt möchte ich aber gar nicht mehr länger quatschen. Schauen wir direkt hinein zur Reaction. Diesmal aus dem Stream, liebe Leute. Ja, ich streame ja jede Woche Dienstag, Donnerstag und Sonntag von 20 bis 22 Uhr. Hier eine Reaction aus dem Stream. Viel Spaß. Here we go. Grab, Leute, mein Name ist Mahan. Willkommen zu einem neuen... Ah, er steht auch bei Hype Nitz. Mahan wieder extrem laut. Video von mir heute auf meinem Kanal. Heute sind wir in München am Start vor dem Hype Nitz Store, Leute. Gerne alles in der Beschreibung auschecken. Die Jungs sind auf jeden Fall sehr korrekt am Start. Wir haben ein cooles Video gedreht. Eine coole Collab. Dazu kommt auf jeden Fall noch vieles online. Wir drehen heute ein, wie viel es dein Outfit wird. Ich habe einen Aufruf gestartet, dass Personen hierher kommen können. Um sowas nicht zu verpassen, checkt mich auf Instagram ab, Leute. Hier unten eingeblendet. Und ich will mal als schnelle Welle zu meinem Outfit kommen. Ich habe heute mal so ein kleines Hypebeast-Outfit, glaube ich, an. Okay, okay. Ja, den Sinners Balenciaga Hoodie, den kennen wir ja. Den hat er immer wieder mal gerne an. Heute mal kombiniert mit so einem Khaki, ja, fast schon ausgewaschenes Braun-Shirt drunter. Okay. Ne? Ja, ich fange mal bei meinen Schuhen an. Meine Schuhe... Ah, Travis Scott Kicks am Start, deswegen die Kombi mit diesem Ding. Ja, sehr fresh, aber ich weiß nicht, ob das Rot so gut dazu passt. Sind die aber Color Matching ist ja angeblich nicht mehr so wichtig, wie einige meinen, aber ich finde es trotzdem, mache ich nach wie vor. Force One, Cactus Jack, ich finde die mega nice, das war mein Sneaker Grail. Habe ich mir heute erfüllen lassen. Die kosten 700 Euro. So circa im Resale. Okay, das heißt, er hat quasi eine Koop mit Hype Nitz und dreht ein Video und dafür hat er die Schuhe bekommen. Das ist natürlich eine Koop, die sich auszahlt. Die Jeans von Saint Laurent, kennt ihr meine Lieblingsjeans, wird bei 500 Euro eigentlich gehandelt. Ich habe die für 100 bekommen. Der Pulli von Balenciaga, der Balenciaga Sinners Hoodie, kostet so circa 800-900 Euro. Hier der Will, 2000 Euro. Tag, Leute, ihr wisst, wie es funktioniert. Ich würde mal sagen, wir gehen straight zu den Szenen rüber. Was geht ab, Pulli, weißt Servus, du? Ich heiße Frederik. Frederik, bist du gekommen, weil ich das gepostet habe? Oh, keine Ahnung, ich musste gerade so Pakete verschicken und dachte mir, wenn du da bist, kann man schon mal ins Video kommen. Nice, nice. Safe. Frederik, ich sehe, du hast... Okay, wilde Jacke, schaut aus wie Chrome Hearts. Spannende Pieces am Start. Ich wollte mal sagen, wir fangen bei deinen Schuhen an. Ja, safe. Das sind Jordan 1 Union Los Angeles Bluto. Okay. Für den habe ich so 1,4 gezahlt. Okay, bist deppert, was kostet dieser Schuh? Hier, wow. Sind mittlerweile auch gestiegen und war so ein langer Grey so. Deswegen, ja. Okay, also ich sag euch ganz ehrlich, nach dem Aufenthalt hier in München schockt mich kein Sneakerpreis mehr, glaube ich. 1400, das ist krass, wirklich. Die Hose? Das ist eine Rick Owens Dropcrotch. Rick Kopfkalk. Rick Owens. Kenne ich nicht. Die habe ich letztes Jahr in Paris 4,70 gezahlt. Ja, hält ja aber lange und Quali ist echt gut und behindert comfy. Okay, cool. Deine Jeansjacke? Ja, das ist eine V-Lone. V-Lone, okay. Okay, okay, okay. V-Lone kennen wir ja, ganz wilde Marke. Okay. Hätte ich nicht ich direkt gesehen. Ja, sieht man nicht direkt, aber das ist eine Old English Denim Jacket. Ich wear mittlerweile und für die habe ich 57 gezahlt. 750, ja. Das ist bestimmt so 1000 Euro wert. Ja, circa, ist halt ein bisschen used. 750 Euro für die Jeansjacke, schon wilder Preis. Wow. München ist halt echt anderes Level, was die Outfitpreise angeht. Wilder Flex dort auf jeden Fall am Start, aber auch eins der reichsten Städte überhaupt in Deutschland. Normal, normal. Ist nicht so schlimm. Du hast doch, ich glaube, das ist ein Chrome Hearts Shirt, oder? Genau. Ja. Ah, wild. Ich glaube, das ist sogar, ist das ein Longsleeve? Dann ist das gleiche, was ich habe. Ja, Chrome Hearts T-Shirt. Keine Ahnung. Ah, fuck, sich selbst angekleckert. Man muss ja fragen. Mann, der Pisa freut sich extrem. Ja, machen, ne? Genau. Für das habe ich 2,20 gezahlt, auch in Paris. 220, okay. Keine Ahnung, auf chillig. Okay, nice. Und 220 war voll in Ordnung der Preis. Ich hätte 420 bezahlt. Favorite Piece jetzt kommt. Also jetzt musst du jetzt hier die Tasche kaufen. Ja, ist eine Goyard Belvedere. Für oha, wilde Tasche auf jeden Fall. Also das Outfit alleine schon wird safe über 3000 Euro gehen. Die habe ich 1,4 gezahlt. Mittlerweile, keine Ahnung, kostet genauso viel. Schöne auf chillig, Tasche. Ja, safe.
Soll ich noch zeigen, was drin ist? Ja, bitte, unbedingt, zeig was drin. Was haben wir da am Start? Eine Geldbörse, ein Portemonnaie. Pouch. Okay. Bro, hier der Endbetrag, war es das oder hast du noch irgendwas am Start? 4.650 Euro. Nichts mehr. Nichts. Ich hätte bei dir jetzt so eine Uhr und eine Eis. Nee. Ja, hätte ich auch erwartet, ganz ehrlich. Erwartet. Uhr ist nicht so meins. Okay. Darf ich fragen, wie alt du bist? 17. Wie kannst du... Jetzt wird spannend, wie kann man sich das leisten? Das finanzieren? Resell und ich mache halt Ausbildung. Ah, okay. Was okay, Resell. Ja, Resell, Leute, da lässt sich viel Geld verdienen. Koch. Koch, okay. Nice. Koch ist er. Nice. Okay. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Ja, ich grüße all meine Kollegen. Hoffentlich drippen bei ihm nur die Outfits. Gegen Kevin, Nando, Luis. Ja. Grüße geht raus. Was geht ab? Wo wärst du? Niklas. Oh, Niklas, wild. Auch hier wegen... Freunde, wer erkennt diesen Sipodi? Mein Aufruf. Ja, also ich hatte Berufsschule und dann bin ich hier vorbeigesteppt, weil nice. Ich kenne die... Vorbeigesteppt, man kennt es. Jedes Mal, wenn der Nice sagt, glaube ich, es kommt eine Spende. Und dann hier, Shoutout Michi, Shoutout Mario. Okay, cool. Und dann, wieso nicht. Aber cooler Sipuri auf jeden Fall, finde ich sehr cool. Warum nicht, Digga? Okay, hau mal raus, was ist dein Flex heute? Wie viel ist dein Aufwert? Hör mal, ja, also, schon an. Louis Trainer. Passt aber perfekt. Okay, das ist die 6PM Hose dazu. Schuh passt perfekt zum Sipuri. Virgil halt von Louis. Sehr nice. Topfit, top fit. Würde ich safe eine, was ist das für eine Tasche? Ich glaube, würde ich eine 7,5 bis 8 von 10 geben. Ich Retail bezahlt, ich glaube 890. 890, okay. Genau. Shoutout Wirt. Okay, deine Hose? Ist die 6PM V4. Habe ich jetzt erst letztens. Ah, die ganz neue. Von einem Kollegen abgekauft für Retail. Also ganz, ganz. Ich habe mir heute auch eine 6PM Hose in diesem Off-White-Ton gekauft. 90er. Korrekt, 90 Euro? Ja. Wie ist die Quali so? Aber ich ja, ich habe schon so viele 6PM Hosen. Ich trage schon eigentlich ziemlich. Die verkaufen bei Hypnitz auch 6PM, was ich mitbekommen habe. Also bin eigentlich immer zufrieden gewesen. Hier dein Pulli. Der ist von Born from Pain, von Ian Connor, die mag ich, weiß nicht, ob ihr die kennt. Wild. Aber hat 300 gekostet. 300, okay. Kenn ich tatsächlich nicht, muss ich mich mal damit mal auseinandersetzen. Shoutout Jason, danke für den Hoodie, Bro. Was fittet auch ganz gut eigentlich. Ist eine Bag noch? Ja, auch von 6PM. Ah, okay. Ich wusste gar nicht, dass die rauskommt, aber die ist mir schon wieder zu weiblich. Da muss ich schon ganz klar sagen. Sie erinnert so an eine Frauenhandtasche. Die erste, also die ist glaube ich von über einem Jahr rausgekommen. Die habe ich gegiftet bekommen. Ja, cool. Deswegen cool. Priceless, aber 90er kostet die. Priceless, das ist doch mal was Schönes, was du gerade gesagt hast. was hast du unter deinem Pullover an? Nur so ein weißes Shirt, weil die Jacke ist ziemlich cropped. Ah, okay. Deswegen habe ich ein bisschen kürzeres Shirt. Ist Nummer. Von Ravani. Ah, Ravani Berlin. Genau. 65, 60 irgendwie so. Krass, ich wusste, ich hätte nicht damit gerechnet, dass man die Marke auch in München trifft. Ja, doch, schön. Krass. Ja, Bro, hier der Endbetrag, oder hast du noch was am Start? Nee, also ich hab, das zählt nicht wirklich zum Outfit, aber ich hab noch so einen Cardholder von meiner Freundin geschenkt. Ah, jetzt sehe ich erst, das ist transparent. Ihr habt ja alle so Cardholder von Goyard und so. Wie alt bist du? Ich bin 16. 16, okay. Ihr habt alle so fresh. Wie alt ist Mann, 22? Teure Klamotten am Start, da frage ich mich echt, wie euch das finanzieren könnt. Also ich mache eine Ausbildung momentan. In der Textilbranche im Einzelhandel. Okay. Klar, da kriegt man jetzt nicht Top-Gehalt, aber auch so jetzt, immer wenn mir was nicht passt oder nicht mehr so gefällt, dann verkaufe ich das halt für einen bisschen besseren Preis, als ich gezahlt habe. Heißt, tue mir halt dafür was Neues, aber ich mache jetzt nicht so auf Resale so ein paar Peso-Shirts kaufen oder sowas. Und okay. Alles klar, ja. Da gab es ja so Personen, die das gebottet haben und damit auf cool gemacht haben, auf Weird Flex. Finde ich nicht cool. Ja, nee. Wieso sagt Mahan das, dass er das nicht cool findet? Bro, ich danke dir, dass du mitgemacht hast. Ich glaube, er geht so ein bisschen wieder auf Justin zu. Gerne. Projekt, willst du noch irgendwas in die Kamera sagen, jemanden grüßen? Ich grüße alle meine Homies, Timo, Angelo, Luis und meine Freundin. Alle Louis Vuitton-Fans. Und folgt mir auf Insta, n.m.style. Darf es fürs Video? Okay, was haben wir da jetzt am Start? Wilde College-Jacke und die Batman-GMT am Start. Uff. Ich finde das coolste Outfit bis jetzt. Sehr, sehr clean und schön mit der Cargo dazu. Weiße Bändchen hier nochmal am Start. Dior Saddleback. Das beste Outfit. Wahnsinn, Leute. Ich sehe, du hast ein cooles Outfit an. Danke Hau dir. Hau mal raus, was ist das wert? Hau mal den Schuhen an. Boah, bei den Schuhen aktuell. Jetzt bin ich gespannt auf die Schuhe. Okay. Ja, aber kann man machen. Preis. Komm, du hast hier Spezialisten. Aktuell. 1500. Okay, schreibt schon einer, ist keine Saddleback, stimmt. Da kann man es.
Pause. Die Saddleback hat einen anderen Gurt. Was war von die hat diesen, diese besondere Schließe, diese fette Metallschließe. Okay. Von diesem einen Typen, mir fällt es gerade nicht ein. Ich sehe bei dir, was ich bei dir cool finde und auch gewagt finde, ist, dass du die ganzen... Er hat auch das gematcht mit den Schuhen. Tags abgemacht hast. Yes. So hat der Schuh so einen ganz anderen Vibe, ne? Vor allem mit den Tags, Leute, nervt halt einfach beim Laufen. Genau. Okay, die Hose? Das sind keine Tags, sind Zip-Ties. Boah, von damals noch vom Store-Opening hier, von Deadstock. Habe ich umsonst bekommen, ich weiß nicht, was die kostet, 80 Euro. 80 Euro, okay. Genau. Leicht washed ist die, vielleicht, weiß nicht, ob die so gehört oder ob die sich einfach verwaschen hat. T-Shirt, Balenciaga Wave Logo T-Shirt. Okay, ja, muss ich. Bis ich jetzt alles ausgezogen habe. Ja, normal, normal. der Hoodie ist von LV. Okay. Sieht man jetzt hier leicht. Okay, wilder Flex am Start, also alles gelayert, was teuer ist. Das steht hinten nochmal drauf. Ansonsten ist der plain, also keine Beschriftung oder so. Außer hinten an der Kapuze. Hinten Das ist so ein... Das Tag hinten. Ja, normal. Das Leder-Tag. Kaufst du so einen teuren Pulli, wo nichts draufsteht? Wegen der Qualität und wegen dem Fit einfach. Okay. Naja, wegen der Qualität müsstest du M&M kaufen. Das ist richtig geilen Fit, meiner Meinung nach. Was hat der gekostet? 1200? 790, glaube ich. Okay. 790. Gibt's auch Shirts bei Louis Vuitton, das Geld? Das ist wirklich krass. Deine Jacke? Die ist von Babö, von den Jungs von Babö. Schöne Grüße an euch. Die ist sehr fett, die ist wirklich fett. Die habe ich jetzt umsonst bekommen. Kostet aber 270 Euro, richtig? 270 Euro, genau. Ist eine super Jacke, Qualität auch super, wenn du schaust. Leder, also. Fühlt sich gut an. Top, echt eine nice Jacke, muss man abchecken. Ja, genau. Du hast Ringe am Start. Und. Genau, ja. Uff und wilde Kette. Ringe. Also viel Jewelry auf jeden Fall. Ja, ein bisschen Schmuck. Ein bisschen Schmuck. In Dior-Ring, boah, preislich 290, hätte ich geschätzt. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Okay, ist es Sterling-Silber oder? Boah, bei Dior denke ich schon. Steht irgendwas drin. Keine Ahnung, glaub schon bei Dior. Bei dem LV-Ring ist es nicht so. Ach du Scheiße. Der hat 250 gekostet. 250. Okay, okay, ja, dann mach mal gut Geld. Bin wirklich nicht okay, sicher. Okay. Dann... So ein Louis Vuitton Anker-Armband. Ja, genau. Anker-Ketten-Armband, ja. Sieht man ja jetzt ein bisschen öfter mittlerweile. Ich glaube 295. Okay, okay. Ist aber in Ordnung eigentlich. Du hast noch nie. Für Louis Vuitton, für Schmuck ist schon in Ordnung eigentlich der Preis. Holy. ja, genau. Das ein Schmuckstück. GMT Batman. Die GMT Batman, okay. Was bezahlen wir für die? Boah, jetzt. Jetzt aktuell 15 oder so? 13, glaube ich. 13, oder Fabi, okay. Was sagst du? Na, mehr. Safe mehr. Aktueller Marktpreis? 13, ja, sowas. Da, Batman. Ich denke mal schon 15, ganz ehrlich. Da, 14, 2, 5. Okay. Genau, Tasche. Ah, du hast noch die, ja. Genau. Passt Bag. Halt super dazu. Sehr, sehr schön. Wirklich top. Ich meine, ja, man kann sagen, das ist schwarz-weiß, aber es ist eigentlich schwarz-weiß-blau und die Batman mit den Blautönen wirklich, wirklich schön gemacht. Für die so 1300, oder? 1300 hat sie gekostet, jetzt nicht hochgegangen. Ich habe sie mal geschenkt bekommen. Also. Oh, nice. Hier der Endbetrag, Bro, wie kannst du das Ganze? 17.865. Finanzieren, würde mich echt interessieren. Ich bin Angestellter von Fabi, also arbeite in dem Laden. Okay. Ah, okay, okay. Genau, und nebenbei mache ich noch Schule und dann ein bisschen sparen. Nice. Hier ein bisschen... arbeiten und alles, dann geht es. Kann man schon. Sich die Rolli kaufen, okay. Das ist ein bisschen länger, aber auch halt auch als nice. Investment. Bei einem Batman weißt du wahrscheinlich klar, selber. Ja. Das geht schon. Auf jeden Fall. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen, jemanden grüßt oder sonst was? Ja, ich grüße Hypneeds und Babö. Genau. Babö. Was geht ab? Ah, okay, wild. Jetzt haben wir die Saddleback am Start. Heron Preston da schon in der Hand. Schauen wir, was da jetzt passiert. Zwei Dior-Taschen, übertreib. Wer ist das? Ich heiße Flo. Flo. Flo, was ist das für ein weirder Flex? Ja, weirder Flex auch mit der Schutzmaske. Das mit zwei Dior-Taschen, ja. Muss halt einfach. Muss halt einfach mal machen, ne? Ja, klar. Okay, hau mal raus, Flo. Was ist dein Outfit? Fangen wir bei deinen Schuhen an. Schuhe 890. Okay, okay. Die fühle ich aber gar nicht, Leute. Die Trainer. I don't know. Zehn Socken auch noch? Ja. Okay, Unterhose machen wir auch noch. Supreme-Unterhose. Kannst du mit? Ja, sonst ein Zehner, glaube ich. Ein Zehner. Ja, Hose, glaube ich, 25. Warum nimmt er die Socken mit 10 Euro dazu? T-Shirt, 100. Was ist das für ein Shirt? Supreme. Supreme, okay. Okay, Leute, da geht's dann nur mehr um den Flex Supreme hier noch am Start mit Dior, Heron Preston und die 10 Euro Socken. Okay, okay. Dann 1500 Dior Bag und dann hier 2000. 2000. Und dann, Was? Wieso zwei Taschen? Das ist nur sinnlos flexen, Leute. Der Hulk. Okay, die Hulk, GMT.
Na, Hulk. Oh, shit, okay. Hulk ist Submariner. 20. 20? Ja. Okay, okay. Dann Heron Preston. 413 habe ich gezahlt. 413. Und okay, also mich würde es echt nicht wundern, wenn du jetzt noch aus deiner Dior-Tasche plötzlich noch so zwei, drei andere Uhren oder sonst was rausholst. Ich habe noch so ein... Ja, das ziehen wir jetzt nicht mit. Ja. Keine Leute, weird. Noch ein weirder Flex. Also ja. Du bist heute auf weird Flex-Basis, ja, ich ne? Ich weiß schon. Nein, vielleicht. Was ist das? Also kann ich mir einen Blick nochmal auf die Uhr... Das ist einfach nur mehr Gepose, in meinen Augen. Der, ich finde auch nicht, dass das super gut zusammenpasst alles. Werfen so. Submariner Hulk ist das. Ja. Ne? Du weißt, ich habe ja auch das berühmt-berüchtigte Hack or Real. Na, die schaut schon real aus. Check-Video, ne? Ja, soll ich die mal ausziehen? Ja, komm, wir werfen einen Blick drauf. Ich kann auch gerne ausziehen so und dann. Wie alt bist du? 17. Oh, krass. Einmal. Mit 17 einfach. Cardholder auf den Boden schmeißen. So, du bist 17 und kriegst hier eine 20k Uhr. Ja. Okay. Ich müsste sie auf jeden Fall tatsächlich mal von jemandem, einen Spezialisten testen lassen. Aber ich glaube dir das jetzt gerade hier vor Ort. Ja, sonst morgen Munich Greasebusters, oder? Okay. Willst du es vielleicht hier aufheben, dein Cardholder? Ja, wie kannst du das finanzieren? Ich spiele sehr viel Online-Casino. Na, Leute, auf jeden Fall, die beste Idee, um Geld zu verdienen, ist Online-Casino spielen. Das ist das perfekte Vorbild, dass man sich dann alles leisten kann. Mit wie vielen Jahren? Mit 17. Mit 17 viel Online-Casino. Also daran sollte man sich auf jeden Fall kein Beispiel nehmen. Wie viel hast du schon verzockt? Ja, um die 300 Euro oder so eigentlich. Bin ich mit gut Gewinn eigentlich rausgegangen. Und wie viel hast du Gewinn gemacht bisher? Ich weiß gar nicht. Ich glaube 3000, 4000. Ja, ja, da geht sich eine Submariner schon aus, oder? Na klar. 3000, 4000. Ja. Da fehlen dir noch 16.000, die du für die Uhr zahlen. Ja, das ist ja vom Freund von mir. Also nur für den guten Flex habe ich dir jetzt an. Hundertprozentig. Man hat angekündigt auf Instagram, er macht ein wie viel ist dein Outfit wert. Der hat sich alle Gegenstände und Pieces, die er zu Hause hat oder die Freunde von ihm haben, angezogen. Das merkt man auch an den zwei Taschen. Einfach alles, was geht, mitgenommen. Nur damit er in diesem Video rich rüberkommt. Lost. Einfach komplett lost. Achso. Also ich muss sagen, du hast es auf jeden Fall geschafft. Du bist jetzt erstmal hier für die nächste Zeit hier, hast den Status weirdeste Flex. Sei glücklich auf jeden Fall. Ja, kannst glücklich jetzt, muss man echt sagen. Fast. Hat bis jetzt noch niemand den Status. ja, willst du noch irgendwas zu sagen in die Kamera? Jemanden grüßen oder sonst was? Ich grüße Vincent, Basti, Ben Borgert und mein Instagram ist flo.com. Ja, das sind alle seine Freunde, von denen er sich diverse Dinge ausgepackt hat. Okay. Ja, Freunde, das war's von dieser Reaction-Cringe-Overload meiner Meinung nach. Schreibt mir bitte unbedingt in die Kommentare, was ihr zu den einzelnen Outfits, aber auch von den einzelnen Personen, die in dem Video gezeigt wurden, hält. Würde mich sehr interessieren. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Video gut gefallen hat. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und nicht vergessen, vor einem Monat ist es soweit. Meine neue Kollektion Liberty and Justice ist am Start. Bleibt gespannt. Das war's von mir, euer Maximilian.